Ja, es geht weiter mit Anno 2070, diesmal ohne Ladezeit. Jetzt sind wir wieder dabei. Ja. Zack, Energieknappheit. Energieknappheit am Start. Wunderbar, so will man in einem Spiel begrüßt werden. Ich baue mal. Ach ne, wir haben ja kein Werkzeug. Ach Nein. ja, waren ja gerade dabei, die. Na, ich muss mal eben kurz den Auftrag für Devi zu Ende machen. Also, Jo. muss auch aufpassen wegen den Scannern. Fahr, mein Schiff. Wäre auch so toll, wenn die U-Boote über Land das sehen könnten. Und du siehst das halt nicht und dann so. Meh. Ja. So, dann jetzt noch für Thorn. Ja. Bin ja mal gespannt, was für die zweite Stufe verlangt wird. Wir haben auf jeden Fall nicht genug Executives. Das kann ich jetzt schon mal voraussagen. Oh, wir brauchen noch mehr Werkzeug und noch mehr Werkzeug. Und viel mehr Werkzeug. Ja, also Wir könnten ja eigentlich mal gucken. wir brauchen 600 Tonnen Werkzeug noch, also für die nächsten beiden Stufen. Und dann 160 Tonnen Holz und 160 Tonnen Glas brauchen wir auch noch. Das Vielleicht Glas haben wir schon, das Holz glaube ich, ne, das Holz haben wir noch nicht. sollten wir auf der Insel die vier Minenplätze nochmal eine Werkzeugproduktion hochziehen. Auf welche? Auf dieser. Vielleicht, ja. Vier Minen, ich meine. Ich stelle auch mal die Holzproduktion wieder an, weil wir das Holz vom Glas brauchen. Da fehlen jetzt noch ungefähr 50 Tonnen. Läuft, ne? Nach So. ökologischen Gesichtspunkten geplant. Sehr vorbildlich. Ja, wir brauchen sowieso noch. Oh, nö. Das mit den Credits haben wir auch bald. Ja, das ist auch wieder sehr schnell eskaliert. Die Genies könnten uns dann noch trollen. Ja. Na, dafür müssen wir erst Erstmal Neuroimplantate Neuroimplantate und beheben. Neuroimplantate. Die haben wir gar nicht. Neuroimplantate wird wieder eklig. Es ist alles Immunpräparate eklig. ist. Ja, eigentlich schon. Also. Immunpräparate ist auch schon unschön eigentlich. Oh ne, wie nah fliegen die Flugzeuge denn an dem. Nein. Und es gab Nein. tatsächlich keine Unfälle während der Bauarbeiten? Es gab tatsächlich keine Unfälle. Nein, wir sind hier nicht in China. Selbstverständlich. Oder in Brasilien. Ich würde sagen, oder in Südafrika. Südamerika. Südafrika, ja. Ja, gut, Südafrika wäre das aber genauso. Also, ich glaube, das tut sich nicht viel. Ich stelle auch mal ein neues Kohlekraftwerk auf. So, auf zur nächsten Scannerposition. Jawohl. Sollen wir dann jetzt dann gleich erst das Wissenschaftsforum bauen und gucken, was passiert? Weil du meintest ja Wissenschaftsforum plus Parlament oder Wissenschaftsforum plus Konzernzentrale, ne? Ja, aber das sehen wir, glaube ich, erst am Ende. Oder das sehen wir, wenn das Parlament Nach fertig ist. ökologischen Weil Gesichtspunkten geplant. wenn das Könnte Parlament auch sein. fertig ist, wird vielleicht die Konzernzentrale ausgegraut. Kann ja sein. Ach komm, das Parlament kommt in die nächste Spielziele müsste Baustufe. man kennen, ja. Ja, ist richtig. Man kommt in die nächste Bauphase. Zack, Energieknappheit. Ja, deswegen habe ich ja direkt ein Kohlekraftwerk aufgestellt. Derp, move. Oder hast du jetzt gerade noch was gebaut? Ich habe jetzt noch ein Kohlekraftwerk, ja. Aber mehr Energie kann ja Das nicht schaden. seit Jahrzehnten das Ja, außer dass beeindruckendste. es die Na, Ökobilanz jetzt gerade runterzieht. wow. Das war knapp. Gerade am Kohlekraftwerk gebaut und das U-Boot so, trollolol, ich fahre da jetzt mal die Scanner-Einheiten. Ich so, Sie laufen nein. ja zu Höchstform. Also, das sehe ich anders. Wie wäre es mit nö? So, 25 von 25 Aufträgen, jawollo. Ja, wir brauchen Kerosin. Nein. Hast du ein.
Nee, du hast keine Produktion dafür gebaut, oder? Nee, wollte ich letzte Folge, aber ich hatte keine, kein Werkzeug, ne? So wie wir alle halt. Wie immer, ja, genau. Same procedure like every day. Warte mal. Moment mal. Haben wir eigentlich noch Pasta-Gerichte? Oh. Da war doch was. Und dann so, das Schiff hat es ja bei dem Tornado zu hauen. Fällt mir gerade ein. Die Handelsroute, ne? Ja. Weil ich mich gerade gewundert habe, warum unten die Pasta-Insel, warum das Lager da überläuft. Ja. Läuft. Über, ne? Mal. Warte mal, ich nehme mal ein Schiff und pack das da wieder rein. Jetzt nur gucken, welches ich jetzt genommen habe. Nein. Ist die Mikrochips da? Sehr gut. So. Ja, nee, wir brauchen Kerosin für die Motoren. Also damit wir Motoren in dem Forschungslabor bauen können. So. Das brauchen wir für die Akademie. Können wir zum Beispiel die Frachterweiterung für den Global Trust Kreuzer da bauen. Hm. Schön, Sie zu sehen. Ich schnur mal eben den Preisnachlass von Bartok. Was ist das diesmal? Aktivierung 1. Ja. Kann sein. 3 oder 5. Achso, ja, nee, das Maxim ist das Größte. Weil das ja wieder ewig Abklingzeit hat, bis du was Neues kaufen kannst. Ein wenig Registriererbewegung auf Anhaltsmarkt. Was? Megaflux? Das ist von ihr, ich hoffe, okay. Sie werden bei uns fündig. Gut. Ich bin einverstanden. Ich kaufe nämlich mal wieder ihre ganzen Atom-Shit. Ja. Das Spirit-Programm unterliegt. Falls Trenchcoat kommt. Na, sieh einer. Aber bei Trenchcoat sieht man aber auch nicht, wann der mal wieder kommt. Nee. Sie ist nur, dass er nicht im Sektor ist. Sie ist halt nur, dass er nicht da ist. Ja. Ist irgendwie nicht ganz so hilfreich. Oh, in zwei Sachen, in zwei Akademien wird geforscht. Ja. Ja, ich mache einmal Grundlagenforschung und einmal habe ich, glaube ich, irgendein Item in der Mache. Uns fehlt nur noch eins bei dieser einen Energiekacke, ne? Ja. Ich habe aber schon also in den letzten paar Folgen habe ich, glaube ich, schon 5 oder 10 Mal Grundlagenforschung in das Gebiet investiert. Und sie haben nichts gefunden. Es ist wirklich nur noch eine Formel, die fehlt. So richtig harzig. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass noch die letzte entdeckt wird. Ich glaube, die letzte dauert besonders lange. Wo sollen wir denn eigentlich jetzt mal als nächstes... Sollen wir der Bartok mal die freie die Aktie in Spaghetti wegnehmen? Nö, ich würde eher sagen, wir kaufen woanders eine freie Aktie. Bei ihr. Nee. Nee, weil Aktien abkaufen ist immer so teuer. Dann holen wir uns doch einen in Dortmund. Registriererbewegung auf Anteilsmarkt. Ja, weil die 5000 Bilanz halten. Ne? Das kann man irgendwie, wenn man Aktienhandel dabei hat, sehr gut machen. Ja, das stimmt. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ja. Da haben wir noch irgendwo ein freies Schiff. Was mit der Seeteufel? Jetzt zu viel Bauzellen an Bord. Wenn die im Hafen liegt, dann... Ja, nee, lad die mal ab. Deswegen liegt die da. Ich wollte nämlich gerade mitnehmen. Ja, sonst den Rest kannst du mitnehmen, weil das Lager dann jetzt voll ist. Ja, nicht alles. Ja, ich nehme ja nicht alles mit. Das, was auf dem Schiff ist, meine ich. Weil jetzt brauche ich eigentlich ja zum Upgraden der Tycoon-Häuser, aber ich habe ja kein Werkzeug. Ja, ich wollte mich nämlich jetzt mal um die Werkzeugproduktion kümmern. Ja, dann... Also ich baue dann halt auf der Ölinsel dann in allen... Wie viele Bienenplätze? 4 Minenplätzen. Geht's dann hoffentlich los. Ich kann ja auch einfach Kohlebagger bauen und in alle Minenplätze Eisenteile gepackt. Ja, das macht auch mehr Sinn, glaube ich. Unsere Technologien also es macht mehr Sinn vom Produktionsvolumen her. Ich glaube, das ist ein bisschen teurer so, aber ist ja auch egal. Ich habe bei Bartok jetzt schon einmal eingekauft. Und hab das mit dem Preisnachlass daneben nicht gesehen, dass man das erst aktivieren muss. Ja, das ist blöd. Ja, egal. Muss man beachten. Ja, egal. Wie du jetzt gemerkt hast. Egal, ist ja immer noch günstiger. Also, wir machen ja immer noch Gewinn, also. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Wir machen nur mehr Gewinn, eigentlich. Ja. Das ist der Witz dabei. Habe ich jetzt zu spät gesehen.
So, ich weiß, dass das Monument dann zwar aufhört zu bauen, aber ist mir jetzt egal, ich brauche das Werkzeug. Gib Werkzeug. Das ist mir jetzt egal, Mann. So. So. Ach, nur so viele Schiffe und du weißt nicht, wo deins ist. Ach, ja. Ja, ich habe jetzt nämlich schon wieder 90 Tonnen Brennstäbe. Na, damit sind wir wahrscheinlich schon direkt über 1 Million, wenn wir das verkaufen. Ja, ich bin ja noch nicht fertig mit einkaufen. Ja, wir haben 130.000 Credits gekriegt, als wir das letzte Mal den Cargo-Frachter voll verkauft haben. Das waren 120 Tonnen, es waren 150 Tonnen. Oder? Ne, 120 Tonnen waren es. Das muss noch mehr sein. Wenn ein Cargo-Frachter voll ist, der kann pro Ladekammer 50 Tonnen. Das sind ja 200 Tonnen. Kann auch sein. Also schon, ich denke mal, es waren schon 200 Tonnen. War auf jeden Fall genug. War auf jeden Fall Millionen. Moneten gebracht, ja. Mann, wo ist das Kack? Da. So, dann hole ich noch das Werkzeug von der Spaghetti-Insel. Und dann beginnt die totale Werkzeugproduktion. Bin ich mal gespannt. So, das muss jetzt reichen. Zack, hier hoch. So, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Das Boot muss über die halbe Karte. Ein so umfangreiches Förder. Boah, dass die einen immer anlabert, wenn man auf einen ihrer Kontore klickt. Kann sich nicht damit zufrieden geben, dass man sich ihre Waren anguckt. Nein, das wird so einfach. Vor allem, die ist ja überall. Die ist in jedem Kontor. Ja. Ja, das sind ja auch alles ihre. Das ist richtig so. wenn du diesen Kontor anklickst, bin ich gerade zufällig da. Und 2 Sekunden später habe ich mich zu meiner anderen Insel teleportiert und ich bin immer da. Und dann so. Sie hat überall ihre Schergen, die an den Kontoren sitzen und warten, dass du sie anklickst. Ja, vor allem, dass sie alle gleich aussehen. Greifen Sie lieber zu. Ach ja. Das ist okay. Oha. Ich glaube, ich werde jetzt gleich erstmal einen großen Ausverkauf machen, was allerhand Waren angeht. Weil das Insellager irgendwie so ein bisschen überläuft. Die Konstruktionspläne dieses Gebäudes. Hatten wir eigentlich irgendwo schon einen Global was? Kreuzer? Nee, konnten wir nicht bauen, weil wir keine Ingenieure hatten, oder? Nee, wir haben keine schweren Waffen. Ach so, den Kreuzer, ach so. Ja, also. Ich dachte jetzt an das Containerschiff. Nee, ja, ich meine auch. Moment. Voilà. Containerschiff können wir nicht bauen. Stimmt. Ja. Ich hatte auch. Ja Stahl, hatte ich ja schon vor. Drei Folgen deswegen oder so. Hat mich das gerade gewundert. Ich so, schwere Waffen, das macht keinen Sinn. Ich so, Moment, schwere Waffen für ein Containerschiff? Ja, den meinte ich eigentlich. Halt, stopp, jetzt. So teuer war es dann doch nicht. Halt, stopp, jetzt schwere Waffen ich. Ja. Jetzt bombardiere ich. Ist richtig. So. Mann, das Kackschiff, mach fertig da. Jetzt werden wir noch ein paar Immunpräparathersteller auf die Insel hier. Röms, Junge. Ja, wenn der Hafenbereich jetzt mal vielleicht irgendwo ein bisschen. Die Ökobilanz auf der Tycoon-Insel ist besser als die auf der Eco-Insel. Ja, weil wir auf der Tycoon-Insel nicht allzu viel machen und weil wir da gerade erst am Aufbauen sind. Wobei die zwischenzeitlich sowieso besser war, aber. Ich bin mal gespannt, wann die anfangen zu rebellieren. Meinst du die Tycoons oder die. Ne, die Ecos wegen der negativen Umweltbilanz. Oh, das wird nicht lange dauern. Wir haben ja schon hier. Wir hatten ja schon einen Auftrag mit plus 75. Ja, eben. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. So, ja, dann geht's los. Werkzeug überall. Ja, will ich auch wohl hoffen. Eine schön anhaltende Werkzeugkrise. Moment mal, wo ist der Frachter jetzt hin? Was für ein Frachter? Oder ist der immer noch nicht. Ach, der ist noch nicht fertig. Ach ja. Boah, nö, ne? So, die dann längsten 2 Minuten meines Lebens. Kommen wir erstmal über Eisenminen rein. Eisenmine, Eisenmine. So, und durch die Tycoons haben wir dann ja Kohlebagger. Ohne Ende. Ich pausiere jetzt auch mal kurz das Monument auf der Hauptinsel. Ich brauche Werkzeug. Das ist echt grausam. Die Immunpräparatehersteller kosten zwar nur 5 Tonnen jeweils. Aber trotzdem.
Aber trotzdem, weil ich es kann, ne? Es ist einfach nicht, ist ja trotzdem nicht genug da. Das ist ja das Problem, weil die, weil das Monument jetzt erstmal alles aufsaugt. Ach nö, ey. Nein, kein Werkzeug mehr. Also für die Werkzeugproduktion. Ja, schön. Wird immer besser, ne? Richtig. Ach, nee. Oh, Leute. Ja, vor allem, ich habe jetzt Eisenminen und Kohleradbagger habe ich jetzt genug, glaube ich. Nur halt keine Werkzeugfabriken. Ach ja, Eisenschmelz mache ich auch noch. Oh, nö. Da war doch was. Mit Leuten wie dir kann man echt was anfangen. Ja, geil. Ah, sie freut sich einen Ast ab. Okay, sehr schön. Soll sie halt. Dinge können einem das Leben schon erleichtern. So, gib Preisnachlass. Blöd, ich muss dann wieder. Das will. Tut mir leid, aber ich darf ihn. So. Ja. Wäre ganz cool, wenn ich jetzt nochmal einmal irgendwo Werkzeug herbekomme. Ich hab auch keins. Da unten sind 18 Tonnen in Italien. Oder auf der Spaghetti-Insel. Oben sind auch noch 5 Tonnen, die hole ich mir auch noch. Also müssen jetzt echt alles zusammenkratzen. Man könnte ja zur Abwechslung auch mal Werkzeug als Auftragsbelohnung kriegen, aber hey. Ja, weißt du, die Anno-Leute haben, also die Aufträge entwickelt haben, haben sich gedacht, ach, die haben eh genug Werkzeug. Warum sollen wir das als Auftrag, als Auftragsbelohnung machen? Und dann so, Trollolol, wir brauchen so viel Werkzeug. Ja, aber du kriegst ja auch irgendwie 5000 Credits. Warnung, Feuer entdeckt. Ja, gut. Und die brauchst du ja in der Regel auch nicht. Also jedenfalls, nee, hinterher jedenfalls nicht mehr. Ich habe die 3 Eulentypen gefunden, jetzt brauchen wir nur noch ein Schiff, was die... Ja, ich nehme mal das Hovercraft. Wo sollen die hin? Zu Devi, ne? Ich hoffe mal, dass die Werkzeugproduktion auf der Insel dann mal ansteigt. Beziehungsweise mal funktioniert. Wäre auf jeden Fall cool. Vor allem, weil wir auf der unteren Insel auch eine Werkzeugproduktion haben. Auf der Hauptinsel eine Werkzeugproduktion haben. Wir haben überall Werkzeugproduktion, ja. Aber es reicht halt einfach nicht. Es ist nicht so wirklich irgendwie. Nicht so ganz. Die Konstruktionspläne dieses Gebäudes sind gigantisch. Wie viele Arbeiter beschäftigen sie? Ich bin überrascht, dass die Bauphase 2 direkt angefangen hat. Er hat doch nachgefragt. Nee, aber ich hatte irgendwie gedacht, dass wir nicht genug haben oder so. Ach so, ja, irgendwie hat es dann doch gereicht. Wieder erwartend. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Ja. Hervorragend. Toll, Fisch und Kunststoffe. Brauchen Sie Nachschub aus der Spirit-Ideenkiste? Wir sind uns einig. Ja. Weißt du, wie wär's mit Werkzeug, Devi? Hm? Nein. Wir können ja auch Werkzeug von ihm kaufen. Ja, aber... Also es ist gar nicht mal so teuer. Kommen Sie vorbei, so. Wenn Sie wieder etwas benötigen. Werkzeug. Das Hovercraft hat ja jetzt eh gerade da. Kannst das Werk... Ja, dann schick das direkt runter zu der Werkzeuginsel. Ja. Weil so Werkzeug gleich mehr Werkzeug und so. Der ne? Fug. BTF brennt das da. Wo? In Dortmund. Nein. Oh, hab ich gleich gesehen, das ist... Nein. Schon wieder das übelste Ghetto am Start, ey. Nee, das nicht, aber trotzdem. Ich hab kein Werkzeug für nur Dings Feuerwehr, wie immer. Ja, geil. Sieht ja richtig gut aus. Ich halte sie für eine Gefahr für SAAT. Aber vielleicht können sie mich ja vom Gegenteil überzeugen. Ist das jetzt hier ernst? Ja, wie immer eigentlich. Hat's aber beim letzten Mal auch gemacht. Wenn sie nicht folgende... Auf nicht mehr als 7 Inseln. Wir sind auf 9. 4, 6... Oh, ja, stimmt. Mit der Unterwasserplattform, ja. Ist das jetzt... Ist das jetzt echt ihr Ernst? Oh, nee, ey. Ach komm, das Angestelltenhaus ist jetzt gerade isoliert abgebrochen. Oder abgebrannt. Beziehungsweise tut es gerade. Entwarnung. Ja, jetzt gibt es keine Brandherde mehr. Das einzige Haus abgebrannt ist, was, was gebrannt, gebrannt hat. Ja. Ja, das ist Skill. Plot Twist. Ja. Das nennt man kontrolliertes Abbrennen oder was, ne? Vor allem die Asche glüht noch, steht schon ein neues Haus. Ja, Kriegserklärung, dass es mal wieder schnell eskaliert. Könnte man da nicht irgendwas beschwichtigen, so irgendwie, dass die aufhört, mit Krieg zu drohen? Diese Dinge können einem das Leben schon erleichtern. Guck mal ins Diplomatie-Menü, aber noch ist der
Doch unser Einfluss ist ja relativ gut. Wobei ich wäre halt auch misstrauisch, wenn ich mit wenn ich ständig von Schiffen Besuchen bekomme, die dann Brennstäbe kaufen und dann so, hat der vielleicht was vor? Ja, was machen wir jetzt? Krieg oder nicht, ne? Also wir müssen ja dann gegen sie kämpfen. Blöd ist nur, dass sie halt Hawks hat und wir so, meh. Wobei, wir haben ja eigentlich genug Geld. Ja, genau, wir haben genug Geld. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unsere Rüstungsindustrie ein wenig aufpumpen. Ja, ein bisschen sehr hart. Und dann werden wir mal ein wenig Angriffskrieg gegen sie führen. Das Einzige, was uns trollen könnte, wäre die Werkzeugproduktion. Ja. Wir brauchen ganz viel Eisen. Komm, wir haben 1 Million auf dem Konto, aber nicht genug Werkzeuge, das kann doch nicht sein. Ist das Hauerkraft eigentlich angekommen? Ja, ich habe schon Werkzeuge, also Werkzeugdings schon gebaut. Schön. Ist halt so. Bäh. Oh, wir haben irgendein Ziel erreicht? Ja, 1 Million. Oh, Tatsache. Gut, Na, ich glaube, ich gehe nochmal Ausverkauf machen. Nochmal für die Kriegswirtschaft ein wenig Geld an den an Land bringen quasi. Ja, wir brauchen halt schwere Waffen, wir brauchen Nuklearwaffen, wir brauchen Benzin und Kerosin. Moment. Und normale Munition. Boah, nö, Alter. Wir brauchen einfach Shitload an Stuff. Also ich glaube, Werkzeug ist erstmal am wichtigsten, damit wir dann auch... Ja. Damit wir mehr Öl produzieren können, dann können wir auch Kerosin ohne Ende rausballern. Vielleicht sollten wir das... Ich pausiere mal das Parlament. Das frisst einfach Werkzeug zu viel. Das ist gerade irgendwie nicht so. Wir haben halt gerade nicht so den Drang... Ich hoffe, sie werden bei uns fündig. Ich muss dann wieder. So, 3D-Beamer nehme ich jetzt auch mal ein bisschen mit. Kommunikatoren auch ohne Ende. Dann fahren wir einmal noch Ciana. Machen einen großen Ausverkauf und dann gucken wir mal. Verdammt. Nein. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Jetzt weiß ich, warum die Funktionsstrings auch so rumgelamed haben. Der Tornado hat oben ja unsere Kaffeeproduktion abgerissen. Ach ja, stimmt. Nein. Und das geht gerade aus, das ist nicht so gut. Und wir haben oben nur ein bisschen Carbon. Nein. Warte mal, was braucht man jetzt für Munition und was braucht man für Kerosinöl? Und Öl, ja. Okay, dann kümmere ich mich um die Kriegssachen, okay? Ja. Alles klar, ich brauche ein Schiff. Aha. Das darf ich mal anfangen, ja. Ich stelle auch mal die ganze Bevölkerung hier wieder auf ausgeglichen. Auf der Tycoon-Insel. Noch ein bisschen mehr Bilanz ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gut, dann die Forscher können dann auch. Dann hau ich mal auf die Insel dann auch noch unsere Produktion für Munition und so. Ja. Weil Öl, wie viel Öl haben wir überhaupt noch auf der Insel? 38 Tonnen, ja locker. Ja, EZPZ. Wir müssen natürlich jetzt nur innerhalb der nächsten 25 Minuten eine Flotte aufbauen. Ja, sonst machen wir wieder unseren YOLO-Move, Arca, ja, gehen zu allen und machen ohne Hilfsflotte. Hoffentlich kein Kontrollen. Stimmt. Also, wir haben ja genug Einfluss bei den anderen normalerweise. Ja, das stimmt, ja. Das habe ich vergessen. Stimmt, das geht ja auch. Das ist ja ganz... Ja, gut. Ah, da kommt Trenchcode. Oh, noch mehr Geld. Ja, Moment, ich kaufe noch eben von unserer ärgsten Erzfeindin noch schnell... Erzfeindin, ja. Ja, das... Also wir haben ja sowieso schon am Anfang des Let's Plays angekündigt, dass wir sie wahrscheinlich sowieso angreifen. Ja, wir müssen sie zwangsweise vernichten. Weil sie gibt dann sowieso nicht mehr auf, wenn sie im Krieg ist, meine ich. Ja, eben. Also dann ist vorbei. Wir waren ja jetzt hier nicht der Aggressor, ne? Also Angriffskrieg voraus. Ist richtig. Oder so. Also Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt müsste ich nur wissen, wie wir damals die Kaffeeplantagen dahingestellt haben. Total krüppelig. Es war auf jeden Fall so, dass hier 4 in die Ecke gepasst haben, das weiß ich noch. Okay. Aber ich weiß nicht mehr genau wie. So habe ich, glaube ich, habe alle Preisnachlässe. Die Nachfrage an unseren Entwicklungen ist groß. Nee, doch nicht. Ich habe doch 5 Stück gekauft, wie kann das denn sein? Wir sind uns einig. Na egal. So, dann hole ich mal wieder ordentlich Geld. 160 Tonnen Brennstäbe.
Achtung, Produktionsstillstand. So, das Schiff nimmt nochmal, was brauchte ich jetzt? Ach ja, Carbon. Gut, dann beginnt jetzt die offizielle Kriegsproduktion. Sie hat es ja nicht anders gewollt. Wir können aber noch ein zweites Kraftwerk gebrauchen. Na, ist richtig. Ja, ist sonst problematisch. Registriere Energieknappheit. So, was brauchen wir denn? Also wir brauchen als erstes Munition. Registriere Energieknappheit. Was brauchen wir dann? Brauchen wir auch schwere Waffen? Oh, nur für Kolossus. Aber die kriegen wir über die Hilfsflotte normalerweise. Was brauchen wir? Also nur Munition oder wie? Also nur normale Munition? Ja, Kerosin ist halt sonst am wichtigsten. Ach ja, Kerosin, stimmt, ja. Kerosin? Da muss ich dann nochmal eine eigene Ölbohrer-Gedöns für aufbauen, aber das klappt schon. Ja, nochmal 120.000 Credits bei Jana für die 3D-Beamer abgegriffen. Aber schon 1,2 Millionen. Ja. Bauen Öl. Und direkt mal Carbon und... Wenn man die erste Million hat, geht das irgendwie sehr schnell dann nach oben. Ja. So, alles abladen. Dann holen wir mal den Kerosin... die Kerosinproduktion an den Start. Die Funktionsdrinks gehen zurück, aber dafür sind die Immunpräparate stabil. Schön, dass sich das ausgleicht. Today was a good day, oder wie? Ja, so ungefähr. So, jetzt noch zwei Fabriken für Kerosin. Ich glaube, zwei Fabriken für Kerosin reichen, oder? Erstmal. Ja, erstmal, denke ich. Alles klar. Kerosin beginnt und... Munition beginnt auch. Ja. So, dann hole ich mal ein bisschen Werkzeug ab, damit der Bau des Parlaments erstmal weitergehen kann. Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Ah, Dortmund ist hier der humanitäre Krise irgendwo. Dortmund wieder am Abnippeln. Gut, dass wir da noch ein Krankenhaus haben, dann können wir das direkt verwenden, um das woanders hinzuschieben. So, dann verkaufe ich mal eben die Brennstäbe an Trenchcoat. Aber immer noch top in Schuss. 105.120 Credits. Gut. 1,3 Millionen. Ja. Eskalationskurs. Sollen wir uns die Flotte schon mal holen? Nichts anfassen. Hier ist steril. Ach, das frisst ja wieder so... Das frisst der Unterhalt ohne Ende. Ja. Machen wir erst, wenn wir was brauchen. Stimmt. Ja, man kann schon an unseren Zielen sehen, dass wir schon gut dabei sind, die zu erfüllen. 2 von 5. Wir brauchen eigentlich noch die Executives, die Genies und die Foren, also die Wissenschaftsforen und die Devs halt. Ja. Natürlich. Weil die Devs sollten hinter das geringste Problem sein. Ja. So, laden wir noch ein bisschen Werkzeug ab. So. Guck dir mal die, guck dir mal die Insel an. fast minus 200 Ökobilanz. Ich wette, wenn jetzt noch ein Tornado kommt, fliegt er trotzdem an der Insel vorbei. Ja. Einfach because fuck you. Ja, ich weiß noch in einer Runde, wo wir mal getrennt gespielt haben, du hast die Ecos gespielt und ich habe die Tycoons gespielt, hatte ich auf meiner Tycoon-Insel minus 500. Über dann, 9000, ne? Und da waren halt die Bäume hatten schon keine Blätter mehr. Und der Fluss hat sich langsam grün gefärbt.
Ja, also Sokov alle Ehre gemacht quasi. Ja, und dann haben wir dann bis zu dem Edenformer, nee, nicht zum Edenformer, sondern wie hieß der? Zum Wächter. Bis zum Wächter getaggt, haben den Wächter auf die Insel geklatscht, Röms positiv, also wieder ausgeglichene Ökobilanz, das war irgendwie... Ja, plus 500 ist halt schon ziemlich immer. Ja, ist ziemlich übel. Du kannst damit halt keine anderen Gebäude mehr auf der Insel haben, die Ökobilanz fördern, also fast nicht. Du kannst damit halt irgendwie so... Ja, du kannst damit halt irgendwie so 400... Ja. Spielstunden gefühlte Misswirtschaft von Tycoons wieder ausgleichen. Also, ja, Energieknappheit. Harzt nicht rum, ihr Köppe. Harzt nicht rum, ihr Harzköppe, ne? Ist richtig. Nein, jetzt Straße. Ja. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Anno 2070. Alarm. Bis dahin.